Herren, heute ist ein ganz ein besonderer Tag für uns. Wir dürfen euch heute gemeinsam den Nissan Qashqai präsentieren. Da wird beginnen unser Geschäftsführer, der Mario Bamminger. Der wird uns das Modell vorstellen und uns dann ein bisschen was über Geschichte erzählen vom Qashqai. Anschließend kommt der Manfred Bamminger, der zeigt uns den Innenraum und die Platzgegebenheiten. Nachher kommt unser Verkaufsberater ins Athleta, Thomas Waage, der wird uns ein bisschen was über die Futures, die neuesten Techniken, Technologien vom Qashqai zeigen. Und abschließend kommt unser Verkaufsberater und Kfz-Meister in Wels, der Großholzer Günther, und wird uns ein bisschen was über die Motorentechnologie erzählen, was sich da getan hat. Ich freue mich und wünsche viel Vergnügen. Freunde vom Autohaus Bamminger, ich darf euch jetzt ein bisschen was über die Geschichte und die Entstehung vom Nissan Qashqai erzählen. Der Ursprung vom Qashqai ist ein Konzeptcar aus 2003, was vorgestellt worden ist am Pariser Autosalon. Was dann Wirklichkeit wurde mit Ende 2006, wo wir das erste Mal die erste Serie vom Qashqai vorstellen durften, was zu einem Welterfolg wurde, das erste Crossover-Fahrzeug im C-Segment. Auf diesen Erfolgsgeschichte entstand dann die zweite Generation, was wir in circa 7 Jahre an euch wieder vorstellen dürften. Und jetzt ist es soweit, jetzt haben wir die dritte Generation vom neuen Qashqai. Ja, hallo, ein herzliches Grüß Gott auch von mir. Ich darf euch jetzt die Karosserie bzw. den Innenraum des neuen Qashqai der dritten Generation vorstellen. Beginnen wir mit der Karosserie von vorne. Ein wunderbar schönes, unverwechselbares Design. Eine wunderbare Seitenlinie mit einem Kick. Öffnen wir den Kofferraum. Der Kofferraum ist gegenüber dem letzten Qashqai um 20 mm tiefer, somit ist er leichter beladbar. Wir haben da das Flexboard herinnen. Wir können die Sitze einzeln umlegen. Wir haben hier ein knapp 70 Liter größeres Volumen gegenüber dem Vormodell. Schließen wir. Das Fahrzeug ist insgesamt um 3 cm länger, im Radstand um 2 cm länger, in der Breite um 3 cm gewachsen und in der Höhe um 1 cm. Das kommt jetzt in erster Linie den Platzverhältnissen zugute. Die Nissan-Ingenieure haben es geschafft, in den Innenraum so gestalten, dass man von einer Körpergröße von 1,45 m bis knapp 2 m ordentlich Platz findet. Das kommt aufgrund der guten Verstellbarkeit der Sitze, des Lenkrades zustande. So, jetzt schauen wir mal, wie es hinten ausschaut. Hinten haben wir natürlich auch sehr viel Platz. Die Türen öffnen sehr weit und ermöglichen so einen wunderbar schönen Aus- und auch Einstieg. Die Sitze in der Top-Version bieten sogar Massagefunktion, Nappa-Leder und vieles andere mehr. Danke. Ja, hallo, grüßt euch. Man sieht euch jetzt den Innenraum vom neuen Qashqai vorstellen und den neuen Technologien. Beim Qashqai hat sich das Display wesentlich verändert. Das, was früher beim alten Qashqai unten war, ist jetzt nach oben gezogen worden. Ist ja mehr Sicherheit, weil der Fahrer den Blick näher an die Straße hat und zum Navi. Beim Auto selber, also von der Technik her, haben wir den ProPilot mit Navi-Link. Das ist auch ganz was Neues. Und zwar
gehen wir auf Menü, auf Map. Das ist unser Navigationssystem. Das ist dann gekoppelt mit der Straßenverkehrserkennung und das Fahrzeug, je nachdem wie man es einstellt, regelt nachher die Geschwindigkeit automatisch an die Verkehrszeichen. Ja, was ist noch neu im Qashqai? Wir haben ab der M-Connector-Ausstattung das neue Display, was voll digital ist. Das ist natürlich auch eine optische Geschichte und schaut toll aus. Ja, ganz Besonderes, was mir persönlich gefällt, ist die neue Lenkradheizung, was der Qashqai bekommen hat. Grüß euch, ich bin der Günther und ich erzähle euch jetzt ein bisschen was vom neuen Qashqai über die neuen Antriebssteine. Und zwar machen wir da mal auf, dass wir was sehen da vorne. Es gibt zwei Antriebsstränge, einmal das Mild Hybrid System und einmal E-Power. Zum E-Power kommen wir dann ein bisschen später, zuerst erkläre ich euch ein bisschen das Mild Hybrid System. Und zwar, das Mild Hybrid System ist ein Verbrennungsmotor, ein 1300er, mit Turbo unterstützt, mit einem Startgenerator. Der Startgenerator ist für das da, im Prinzip, was wir vorher eine Lichtmaschine gehabt haben, haben wir jetzt einen Startgenerator. Der Startgenerator hat zwei Möglichkeiten. Einmal als Elektromotor verwendet werden und einmal als Lichtmaschine. Funktionieren tut das Ganze ja so. Beim Beschleunigen unterstützt der Startgenerator den Verbrennungsmotor elektrisch. Und im Schiebebetrieb, wenn ich vom Gas weggehe, dann wird das Ganze zu einer Lichtmaschine und er lädt die Lithium-Ionen-Batterie, die was er für das System braucht, wieder auf, damit ich beim nächsten Beschleunigungsvorgang wieder die Unterstützung habe. Zum Thema E-Power. E-Power ist ein System aus zwei Einheiten. Einmal ein Verbrennungsmotor und einmal ein Elektromotor. Der Vorteil der riesige ist, gefahren wird nur rein elektrisch. Das heißt, wir haben die Vorteile von einem reinen Elektroauto beim Beschleunigen, dass ich einen Mordsdrehmoment habe von unten raus, leise ist wie ein Elektroauto und natürlich auch den Verbrauchsvorteil. Durch das, dass der Verbrennungsmotor nur dann anspringt zum Laden, ist das natürlich sehr leise und das Ganze natürlich, wie gesagt, sehr effizient. Ich hoffe, dass ich euch das Ganze ein bisschen erklären kann und euch jetzt auskennt. Und ich freue mich schon, wenn ihr besucht bei uns im Ausstellungsraum, wo ich euch das persönlich alles erklären kann. Im Sinne, danke, dass ihr mir zugehört habt und freue mich schon, wenn ihr es kennt. Für dich.